Verbotene Liebe wird Ihnen präsentiert von Maggi Schnellenpfanne India. Sie hören das Wort Mama und alles ist wieder in Butter? Von wegen. Daran hätten Sie mal denken sollen, als Sie das Herz Ihrer Tochter gebrochen haben. Für mich sind Sie das Allerletzte. Verschwinde aus meinem Leben, bevor ich eigenhändig dafür sorge. Du meinst... Du verschwindest jetzt hier oder ich sorg dafür. Und zwar endgültig. Fällt dir ein, so mit meiner Frau zu sprechen? Sie nehmen sie auch noch in Schutz? Das reicht jetzt. Du hast doch selbst gesagt, ja, dass... Ja, das hast du wohl voll verstanden. Wir gehen jetzt. Ja, aber ich dachte, wir sollen... Nicht denken, komm einfach. Es... Ach, wir sehen uns. Das würdest du doch nicht tun. Ich bin deine Mutter. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das darf doch nicht dein Ernst sein. Wie bist du nur so geworden? Wie bin ich so geworden? Ja, natürlich, ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Eigentlich warst du doch ganz glücklich, als ich in die Klapse gekommen bin. Da konntest du dich mal so richtig volllaufen lassen. Wahrheit tut weh, oder? Hier. Trink einen Schluck und denk über mein Angebot nach. Ich brauch das nicht mehr. Ach nein. Willst du mir weismachen, du hast kein schlechtes Gewissen mehr, das du betäuben musst? Ich glaube schon. Geh packen! Judith, so wird das nie was. Wolltest du nicht Konstantin anrufen? Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Lad ihn zum Kaffee an. Er sagt doch bestimmt nein. Warum sollte er bei dem, was er von dir hält? Ja, schon. Aber er denkt doch, ich lade ihn nur aus Mitleid ein. Ja, das ja wohl eher nicht, oder? Ja, aber das weiß er ja noch nicht. Ja, dann sag es ihm. Liebeserklärung, das ist halt einfach nicht mein Ding. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Sonst kommt noch irgendeine andere und schnappt ihn dir vor der Nase weg. Bist du immer noch sauer? Wie kommst du denn darauf? Es tut mir leid, wenn ich mich im Ton vergriffen habe. Ich wollte deine Mutter nicht beleidigen. Und warum hast du es dann getan? Weil ich es nicht in Ordnung fand, was sie dir angetan hat. Und irgendjemand muss ihr das doch sagen. Jens, ich darf ihr das sagen. Mein Vater darf ihr das sagen. Aber wie kommst du dazu? Was bildest du dir eigentlich ein? Du kennst meine Mutter doch gar nicht. Ich weiß das, was du von ihr erzählt hast. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen. Na, vielen Dank. Aber sie ist immer noch meine Mutter und ich muss mit ihr klarkommen, und zwar alleine. Also halt dich in Zukunft bitte raus. Schon gut, ich hab's kapiert. Was ist auf dem Spiegelei? Am letzten Mal hat's auch funktioniert gegen deine... Anja, meine Kleine. Nirgends seine Ruhe vor dir. Ich wohne hier. Hast du es schon vergessen? Ja. Und endlich wieder mit deiner Mutter unter einem Dach. Das ist nicht schön. Jetzt habt ihr endlich Gelegenheit, mal all das zu besprechen, was in deiner Kindheit so schiefgelaufen ist. Zwischen euch beiden. Hm.
Wie war das eigentlich? Sie hat immer weggeschaut, wenn dein Vater dich geprügelt hat? Wirklich reizend, dass du mich immer wieder daran erinnerst. Und trotzdem hast du so eine berührende Rede auf sie gehalten. Ich glaube sogar, deine Mutter hat ein bisschen geweint vor Glück. Hast du das bemerkt? Ja. Aber den Zahn habe ich ihr bereits gezogen. Lass mich doch nicht im Stich. Warum gehst du nicht ran? Weil es Jens ist. Oh. Habt ihr Stress? Er hat meiner Mutter gesagt, sie sei das Allerletzte. Autsch. Das ist nicht nett. Mal im Ernst, ist das nicht auch ein bisschen deine Meinung? Ja, aber das ist doch egal. Sowas macht man einfach nicht. Er hat sie zum ersten Mal getroffen. Ja. Vielleicht war das ja auch nur eine Art falsch verstandener Beschützerinstinkt. Das ist aber ziemlich falsch verstanden. Das war sowas von peinlich. Du hättest mal meinen Vater sehen sollen. Der fand ihn am Anfang echt ganz nett. Ja, bis dahin. Was man ihm nicht verübeln kann. Wir sind jetzt gerade mal seit einem Monat zusammen und dann sowas. Dabei fing alles so gut an. Oh, toll, und Brot ist auch Halle. Schon gut, ich hole gleich Croissants von unten. Was sagt denn eigentlich Jens dazu? Hast du mit ihm geredet? Nein, ich glaube, ich muss das auch erstmal bei meinen Eltern gerade rücken. Du meinst bei deiner Mutter? Ich habe auf jeden Fall überlegt, ob ich noch mal ein Praktikum im Ausland mache, für ein halbes Jahr oder sowas. Oh Gott! Hey, Christian. Ah, hey, Judith. Kann ich zwei Croissants haben? Bitte? Ja, klar. Sag mal, was machst du da unten? Konstantin muss mich ja nicht mit den Dingern im Haar sehen. Ah. Ja. Sag mal, kennst du die Frau? Nee, keine Ahnung, die habe ich hier noch nie gesehen. Oh Gott, meinst du, die will was von dem? Vielleicht bin ich auch schon zu spät. Tja. Deswegen solltest du mit deiner Liebeserklärung auch nicht mehr lange warten.